Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich bin hier gerade noch am Warten, bis hier die Sonne und so wieder da ist, hab ja auch noch eben im Bett geschlafen, konnte da aber nicht bis 8 schlafen, sondern musste mitten in der Nacht aufstehen. Spiel wurde gespeichert und jetzt geht's gleich Richtung Kloster und dann versuche ich nochmal die Yushanka da anzusprechen, ob ich da Hilfe bekomme für die Seuche. Obwohl ja wir ja genau wissen, dass die da andere Probleme hat. Gucken wir mal, wie es läuft. Freut mich, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid hier bei Kingdom Come Deliverance. Schön. Und ja, es geht weiter auf jeden Fall. Mal gucken, wie die heutige Folge verlaufen wird. Ob wir erfolgreich die Quest da abschließen können. Naja, wenn euch die Folge vielleicht gefallen sollte heute, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da für das Video. Sind wir noch gleich da schon. Neu bewaffnet mit unserem neuen Schwert, was wir in der letzten Folge gekauft haben. Das Stichel. Ein Langschwert diesmal. Eines Kriegers würdig. So, da haben wir einer der Mönche. Wurde hier dann schon weitergebaut? Nö. Kein Fortschritt zu erkennen. Sattheit müsste ich ja noch voll haben mit 89. Das ist noch völlig in Ordnung hier. Das sind die Steinmetze, die hier schlafen, ne? Die schlafen auch mit offenen Augen. Die haben es halt drauf. Da ist die Uschi. Yushanka. Nicht Yushanka. Yushanka. So, über die Lage hier. Da Merhyet würde überfallen und dort wütet die Pest. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Yushanka. Okay. Bruder Nikodemus. Mal gucken, ob ich den jetzt hier finde. Draußen läuft ja immer nur der Pförtner rum. Aber der muss sicherlich wissen, wo ich Bruder Nikodemus finde. Das Spiel wird gerade wieder gespeichert, deswegen dauert das mal wieder mit dem Spiel gespeichert. Dankeschön. Wer bist du? Bruder Nikodemus! Das passt ja. Dich habe ich gesucht. Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Nein, danke. So, Verwundeten aus Scarlet. Warum diese Zustände? Achso, ja. Wie geht es den Verwundeten aus Scarlet? Manche von ihnen sind gut versorgt. Andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Yushanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert. Du behandelst normalerweise keine Verwundeten? Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Hier ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig, so wie den Toten und den Versehrten. Ja, ich war da. Live. Wie kann ich helfen? Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Yushanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt. Ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun können. Aha, alles klar. Was hältst du vom Kustos? Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut. Sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Yushanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes.
Ach ja, der Typ, der Johanka da anbaggert, alles klar. Abdank. Den habe ich auch noch nicht getroffen, den Kustos. Okay. Warum diese Zustände? Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh und manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt. Ich... mehr kann ich nicht für sie tun. Wie ist das möglich? Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe. Aha. Kannst du nichts dagegen tun? Kannst du denn nichts dagegen tun? Hilft dir keiner? Ich fürchte, nein. Die Brüder im Kloster kümmern sich nicht um die Welt da draußen. Und der Kustos hat mit dem Chaos in der Gegend genug zu tun. Außerdem gilt seine Hauptsorge dem reibungslosen Alltag des Klosters. Na, tolle, tolle Mönche, die sich da drin nicht kümmern. Und was ist mit dem Kustos? Was ist mit dem hiesigen Kustos? Seine Leute haben genug Vorräte. Ich habe es bei ihm versucht. Aber er hatte wohl einen Streit mit Johanka und gibt uns nichts. Ich spreche mit ihm. Na toll. Nur wegen dem Streit mit Johanka, ey. Den muss ich echt mal eine reinhauen. Den wollte ich ja immer treffen, den Guten. Versuche Vorräte vom Kustos zu erhalten. Aufgabe begonnen. Okay. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Ach, immer dieses mit in Gottes Hand. Das wäre alles. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Ja. Das siehst nicht nur du so. Sehr nett ausgedrückt. So, in Meerhoyet ist eine Seuche ausgebrochen. Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhoyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Faszinierend. Faszinierend? Es ist schrecklich. Faszinierend? Es ist schrecklich. Verzeih, ich wollte nicht herzlos klingen. Schon gut. Wichtig ist, ob du uns helfen kannst. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Nope. Etwa die Hälfte der Häuser? Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Meerhoyet. Hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Alle Tiere sind tot. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Entschuldige. Ich wollte sagen, ungewöhnlich. Kennst du die Symptome? Ich glaube, das ist die Maul- und Klauenseuche. Kenn ich. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Ja klar, ich kann lesen. Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So folge mir in das Skriptorium. Okay. Das war doch schon mal nett. Eine Übung, ich glaube, von denen kann ich heilen lernen. Ich schaue mal, ob das geht. Nee, Alchemie ist der. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Etwas fortgeschritten, Stufe 5. Erfordert Stufe 10. Meister erfordert Stufe 15. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Habe ich schon, eigentlich. Okay. Ich denke darüber nach. Doch nur Alchemie. So, ich sollte noch irgendwo hinfolgen. Beweg deinen Arsch, Digga. Ich weiß nicht, wo die Bibliothek ist. Ist er da jetzt lang gegangen? Kurz mal Questlog nachlesen. Verhöre den Gefangenen Meerhoyet. Nee. Die Seuche. Da. Stell die richtige Diagnose und finde die Rezeptur für das Heilmittel in den Büchern. Das hier? Es liegt doch Wahrheit in diesem Verslein. Monasterium sine libris, est sico civitas sine opibus. Ein Kloster ohne Bücher ist wie eine Stadt ohne Reichtümer. Omnibus?
Wo ist denn die Bibliothek, wo ich lesen kann? Verwundene, ich weiß, was sie plagt. Weiß ich das schon? Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Ich habe noch nicht mal was gelesen. Pest, Ruhr, Typhus, vergiftetes Wasser, Gasvergiftung, Gespräch beenden. Kann ich das hier lesen? Hier wird B noch angezeigt, aber ich kann... Da, das Buch. Ah. Bavarius de Signis Caucavas. Es ist bekannt, dass im Körper eines Menschen vier Säfte wirken. Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Nächste Seite. Da ein Überfluss bei Schleim kann dann außerdem zu Diphtherie führen. Okay, er kann immer noch nicht so richtig lesen, der Typ, ey. Der Körper versucht sich diesem Übel zu entledigen, indem man hustet, manchmal unter den Krämpfen. Das führt zu Entzündungen im Hals und Mund, die den Kranken plagen und die Aufnahme von Flüssigkeit erschweren. Die Qualen werden meist von Fieber und Unwohlsein verschlimmert. Nach einigen Tagen erreichen Ausschläge oder Pickel Menschen, die sich in der Nähe der Kranken aufhalten, stecken sich leicht an. Doch trifft dies nicht auf jeden zu. Tiere können nicht an Tiere können nicht daran erkranken. So, die Pest, verursacht von unregelmäßigem schwarzen Galle, zeigt sich im Verlauf von Symptomen. Pest ist es nicht. Die Pest ist es nicht. Tiere leiden nicht an der Pest. So. Ein Überfluss an gelber Galle kann zu führen. Eine Krankheit, die ich aus unterschiedliche Wesen offenbart. Das ist so anstrengend zu lesen, wenn da immer so Fehler drin sind. Vor allem jedoch durch schrecklichen Durchfall. Nur selten kommt Erbrechen hinzu. Jedoch ungefährlich für Tiere. Alles ungefährlich für Tiere. Ah, hier. Da sind Menschen wie Tiere betroffen. Letzteres meist Tiere meist schneller. Okay, das könnte es sein. Ich lese mal noch weiter. Betrifft sie nur Menschen und keine Tiere? Auch wieder keine Tiere? Nee, dann ist es das hier. Das hier ist es. Wo fängt denn das an? Da. Pest können sich anstecken. So. Ein Überfluss an gelber Galle kann zu Ruhe führen. Eine Krankheit, die sich auf unterschiedliche Weise offenbart. Vor allem jedoch durch schrecklichen Durchfall. Nur selten kommt Erbrechen hinzu. Die Kranken leiden zudem an schrecklichen Durst. Genau, Unterleibsschmerzen und Fieber. Die Seuche ist unter Menschen ansteckend, jedoch ungefährlich für Tiere. Nee, doch nicht. Hä? Doch es gibt auch andere Wege, die Körpersäfte in Ungleichgewicht zu bringen und das Blut zu schwächen. Eine Vergiftung zum Beispiel äußert sich durch... Was für eine Vergiftung? Äußert sich für Fieberanfälle, Delirium und Magenkrämpfe, welche mit Zuckungen, Durchfall und großem Durst einhergehen. Ah, Gas vergiftet. Die sind von Gas. So, Menschen durch Gasvergiftung zum Beispiel, bla bla, Gasvergiftung. So, oder Tiere nicht übertragbar und doch trinken sie beispielsweise alle vom selben Wasser. Sind Menschen wie Tiere betroffen, letzteres meist schneller. Dann ist es Wasser, das vergiftete Wasser. Vergiftetes Wasser, was Tiere auch trinken und dann... schneller sterben. Meine Güte, ey, diese Texte. Wenn das Lesen noch nicht den richtigen Skill hat, ist es echt schrecklich, glaube, das zu lesen. Immer diese vertauschten Buchstaben, ey. Und wie lautet das Ergebnis? Immer diese vertauschten Buchstaben. So, vergiftetes Wasser. Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich, daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Okay. Ich kann dir dabei nicht helfen, leider. Ich denke nicht, dass ich dir dabei helfen kann. Davon ging ich auch nicht aus. Dass du lesen kannst, hat mich schon zur Genüge überrascht. Aber genug geredet. Zeit, die Arznei herzustellen. Sobald sie fertig ist, werde ich mit Johanka direkt nach Merhoyet eilen. Vermutlich treffen wir uns dort. Soll mir recht sein.
Aber kann ich denn gar nichts tun? Verbringe die Zeit am besten im Gebet. Wir brauchen Gottes Hilfe. Okay. So. Stell ich mich dumm und taub. Er stellt sich dumm und taub. Du bist dumm und taub. So. Kannst mal nochmal lesen. Hier sind wenigstens die Texte richtig geschrieben, dass auch jeder sie wieder lesen kann. Warte ab und beobachte, ob das Heilmittel wirkt. Also dann dort beobachten. Hilft dabei, die Kranken und Verwundeten im Kloster zu behandeln. Optional bringt etwas mit. Versuche Vorräte vom Kustos zu erhalten. Das würde ich ja immer nochmal gerne schauen, wie das funktioniert. Der Kustos ist da oben. Bei dem war ich ja auch noch nie. So, da der erstmal das Heilmittel jetzt braut und dann erstmal nach Merhoyet reist, habe ich noch ein bisschen Zeit. Was stehst du denn hier so rum, ey? Den möchte ich mal gerne umhauen und seine ganze Ausrüstung klauen. Dann verspare ich Geld. Aber dann bin ich wieder der Böse. So, hier ist wieder ein Nest. Wahrscheinlich wieder hier am Baum, ne? Ja, da ich sehe es schon. Komme ich nicht so ran? Leider nicht. Aber komm, das Runterschießen müsste doch klappen. Ich versuch's einfach mal. Neste. Ich habe nur leider zu wenig Pfeile, ne? Gewöhnlicher Pfeil 2 habe ich davon, komm. Ich bin so dicht. Ich muss treffen. Was sag ich? Ich bin so dicht, ich muss nicht treffen. Tada! So, was haben wir denn diesmal drin? Ein Groschen! Hat sich ja voll gelohnt, ey. Der Pfeil, den ich drauf geschossen habe, ist mehr wert als ein Groschen. So. Lässt man mich hier rein? Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, Digga. So. Wo ist der Herr? Hier? Darf ich nicht aufmachen? Vielleicht oben. Bist du der Kustos? Sebastian vom Berg, ja, das ist er. Der sieht aber auch schon so unsympathisch aus. Gott sei mit dir. Da kann ich Johanka verstehen, dass sie mit denen nichts zu tun haben will. Vorräte. Ich helfe in der Krankenstube aus und wollte... Ah, wie geht es Johanka? Kennst du sie gut? In der Tat. Gut, gut. Spricht sie manchmal von mir? Nein. Komm, wir versuchen noch auf die Art irgendwie auf Vorrede zu kommen. Manchmal, hier und da. Sehr gut, ausgezeichnet. Johanka bedeutet mir viel. Ich wollte eigentlich nach Vorräten fragen und über die Verfassung der Skalitzer sprechen. Sie brauchen Decken, Nahrung. Nicht meine Sorge. Soll der Infirmarius sich darum kümmern? Dem sind die Hände gebunden. Bis der Abt zurückkehrt, bekommt er nicht mehr. Und warum sollte mich das kümmern? Warum soll mich das kümmern, ey? So ein unsympathischer Typ. Leider hat der Redekunst höher als ich, weil der echt ein Arsch ist. Oh, mit der, ich kriege ihn eigentlich gar nicht, außer ich, naja. Weil ich zahle, du bist unmöglich. Ja, ich glaube nicht, dass ich ihn damit rumbekomme. Ach, du bist unmöglich. Ich weiß nicht, was du meinst, aber du gehst jetzt besser. Du beginnst mich zu langweilen. Ja, das ist echt ein Arsch. Ich versuch's mal mit Zahlen, um zu gucken, wie viel er verlangen würde. Ich wollte über Vorräte für die Verwundeten. Warum behelligst du? So, weil ich kann ihn leider nicht über... Vielleicht ja Johanka zuliebe, da bekomme ich nicht... Weil er hat Redekunst einfach höher als ich. Weil ich dich bezahle. Für Vorräte? Aber natürlich. Das wären dann... Nein, mach mal halblang. Du bekommst deine Vorräte vom Kloster kostenlos. Und niemanden wird es kümmern, wenn du um mehr bittest. Decken werden von Ratten zerfressen, Essen wird schlecht. 150? Na, das geht ja noch. Ich will ja gar nicht mit den Falschen, ich will die Quest hinter mir bringen. Ja, solche Dinge geschehen. Und solange das Kloster meines Schutzes bedarf, wird es damit leben müssen. Na, gebe ich halt ein bisschen aus. Versuch Vorräte vom Kustos zu erhalten, habe ich fertig. Was zum...
Halt die Klappe. Was zur Hölle machst du da? Was zur Hölle ich mache? Ich habe gar nichts gemacht. So, ich kann jetzt aber nicht mit Johanka quatschen, um ihr da die Botschaft zu geben, dass ich hier Vorräte gerade bekommen habe. Die wird nämlich schon, glaube ich, unterwegs sein. Nach Merhoyet. Außer er ist immer noch am Brodeln, was das Gegengift angeht. Ne, hier ist er doch, ne? Ja, Nikodemus ist noch am Brodeln. Und Johanka ist hier. Was? Hat sie sich erschrocken? Das wollte ich nicht. Über die Lage hier. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Ja, das habe ich, das weiß ich ja schon alles. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Ich werde nicht gebraucht. Was zum Teufel? Ich werde nicht gebraucht, sagt er. Hier ist alles gut. Ich werde nicht gebraucht. Was willst du? Du bist kein Skalitzer. Du bist nicht aus Skalitz. Nein, aber bitte, hilf mir. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg? Was ist mit dir geschehen? Wer ist das? Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich leb, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Du bist ganz schön zerbeult. Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte. Wochen? Scheiße, ich muss hier eher wieder arbeiten. Warum willst du weg? Wieso kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab eine Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen. Und wo soll mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Und wie kann ich da helfen? Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium, oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Herbirarium, ja klar. Danke. Beschaffe Heilkräuter für Semek. Hier ist alles gut. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum? Wegen meines Beins muss ich mindestens noch eine Woche hierbleiben. Es tut verdammt weh. Und weil auch noch alle die ganze Nacht rumjammern, finde ich keinen Schlaf. Ich kann dir auch nicht mal auf den Kopf hauen, dann schläfst du erstmal ein paar Tage durch. Vielleicht kann ich etwas brauen, womit du Schlaf findest. Dann beeil dich um Himmels Willen. Ich kann das sicherlich nicht brauen. Finde etwas, um den Schlaflosen zur Ruhe verhilft. Er braucht nur etwas Schlaf. Naja. Den kann ich nicht jetzt groß helfen, den beiden eigentlich. Ich muss erstmal zurück nach Merhoyet. Hopp. Pferd umdrehen. Habe ich noch genug gegessen? 85 noch. Alles noch einbandfrei. So. Die Seuche, zu Gottes Willkommen bei euch, hier bei Gottes Hand ist jetzt noch mehr dazu gekommen. Hilft dabei, die Kranken und Verwundeten im Kloster zu behandeln. Beschaffe Heilkräuter für Semek. Finde etwas, das dem Schlaflosen zur Ruhe hilft. 0 von 1. Bleh. Bleh. Warte und beobachte, ob das Heilmittel wirkt. Na gut, es geht in der nächsten Folge weiter, Leute. Ich bedanke mich, dass ihr hier dabei wart bei Kingdom Come Deliverance. Wir sind vorangekommen, wir haben ein Heilmittel für die Seuche. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dann schauen wir in der nächsten Folge zurück zu Merhoyet, ob da auch das Ganze helfen wird. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da. Und dann schaltet in der nächsten Folge ein. Ciao, ciao, Leute. Macht's gut.